Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Elex. Beim letzten Mal, ja, haben wir mit Thorald geredet und haben von ihm seinen großen Plan erfahren. Und zwar will er offensichtlich, will er die Alps offensichtlich dort treffen, wo es ihn am meisten wehtut, nämlich beim Elex. Und er hat wohl ein Experiment geplant, mit dem er das Elex, das die Alps schon besitzen, ja, in Mana umwandeln will, so wie die Berserker ja geringe Mengen von Elex in Mana umwandeln will er wohl offensichtlich das gesamte Elex, so wie ich das jetzt verstanden habe, ich habe es mir nochmal angeguckt, will er offensichtlich das gesamte Elex der Welt in Mana umwandeln mit einem Experiment. Was ich ehrlich gesagt ziemlich interessant finde, wenn ich daran denke, dass ja das Elex, wie gesagt, nicht einfach auf die Welt gekommen ist, sondern von Aliens geschickt worden ist. Da ist doch die Frage, wussten die Aliens nicht, dass es offensichtlich ein Ritual gibt, mit dem man das ganze Elex unschädlich machen kann? Müssen wir mal gucken. Wir wissen ja noch gar nicht, ob es funktioniert. Das ist ja bisher erstmal noch eine Theorie. Und das Zweite, was er uns erzählt hat, ist, dass er auch den Hybriden selbst mit Mana kontaminieren will. Und ja, ihn so umkehren will oder was er da genau vorhat, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall standen wir jetzt vor der Entscheidung, was wir eigentlich wollen, weil Thorald hat uns gefragt, was wir eigentlich mit dem Hybriden machen wollen. Und wir hatten jetzt hier drei Antwortmöglichkeiten, wovon wir eine nicht wählen konnten, weil unser Kältewert Kältewert ist zu niedrig, unsere Wärme ist zu hoch, so rum. Und wir konnten uns also noch entscheiden, dass wir Thoralds Plan folgen wollen, dass wir den Hybriden versuchen wollen, mit Mana zu kontaminieren, oder dass wir lieber den Hybriden direkt töten wollen. Und bevor ich jetzt zur Auflösung komme, will ich nochmal ganz, ganz kurz ein bisschen auf das Kältesystem da eingehen, weil hier sehen wir ja so ein bisschen seine Auswirkungen. Und ich finde, das Ding ist, lasst mich mal so sagen, ich finde es ja gut, wenn es ein System gibt, das frühere Entscheidungen quasi nutzt und damit den Storyverlauf beeinflusst. Ich bin ja immer für so etwas. Ich bin ehrlich gesagt nämlich sogar gegen Spiele, die das ganze Spiel über dich irgendwas entscheiden lassen und dann am Ende einfach eine binäre Entscheidung geben, bei der du dir eins der beiden Enden aussuchen kannst. Das finde ich immer super dumm. Das macht dann teilweise die gesamte Charakterisierung kaputt. Oder wenn du vorher überhaupt nichts entscheiden kannst und dann am Ende dich plötzlich für zwei Enden entscheiden kannst, ist halt genauso komisch. Deswegen finde ich das ehrlich gesagt schon ganz gut, dass Elex diesen Weg hier geht. Das Problem mit diesem Kältesystem ist meiner Meinung nach, dass es einfach nicht sinnvoll umgesetzt ist. Beziehungsweise, dass es einfach keinen Sinn ergibt, beispielsweise. Hier ist kalt, also gesagt ist ja, dass man einen Charakter entwickelt, der entweder kalt oder warm ist, was ein Äquivalent dazu sein soll, dass man emotional ist, wenn man warm ist, und dass man rational ist, wenn man kalt ist. Das Problem ist bloß, dass kalt hier automatisch auf die gleiche Stufe der Alps gesetzt wird, weil die Alps eben rational sind. Und hier kommt meiner Meinung nach das Problem. Wir sehen es ja zum Beispiel hier, die kalte Antwort wäre, für mich ist der Hybrid immer die Krone der Schöpfung. Das heißt, wir sind automatisch, wir folgen automatisch, wenn wir diese Entscheidung wählen, wieder dem Hybriden. Das heißt, kalt ist wird hier automatisch mit Alps gleichgesetzt. Und das finde ich ist einfach ein bisschen ist einfach ein bisschen blöd, weil Kälte oder beziehungsweise Rationalität, beispielsweise der größte Unterschied ist zum Beispiel, ich kann ein rationaler Mensch sein. Also erstens mal ist es ja sowieso, dass man immer so eine gewisse Kombination ist. Aber ich kann ein rationaler Mensch sein und kann mich trotzdem dagegen entscheiden, Menschen in irgendwelchen Konvertern zu opfern. Ne? Also das eine hat ja mit dem anderen noch gar nichts zu tun. Kalt ist hier halt eben nicht einfach nur, dass man rational ist. Kalt ist hier einfach richtig, also so blöd man es sagen muss, es ist ja einfach, dass man richtig böse ist. Weil Kälte sagt hier aus, dass man quasi den Weg, den die Alps beschreiben und den der Hybrid beschreibt, dass man den gut findet, was ja aber vollkommener Bullshit ist. Nur weil man rational ist, muss man ja jetzt nicht zwingend der Meinung sein, dass das, was der Hybrid macht, da richtig ist. Ich meine, man kann immer argumentieren, dass die Alps sich als eine neue Evolutionsstufe der Menschen sehen und so weiter und so fort und dass das dann äquivalent dazu ist, dass wir zum Beispiel Schweine schlachten. Aber ich finde, so einfach kann man das dann auch nicht sehen. Also ich finde die Alps, wie die behaupten, dass die eine neue Evolutionsstufe sind, finde ich halt sowieso schon so ein bisschen, naja. Weil, um ihre neue Evolutionsstufe zu halten, müssen sie ständig Elex aufnehmen.
Und dementsprechend kann man da ja kaum von einer neuen Evolutionsstufe reden. Das ist eigentlich sogar, wenn man mal ehrlich ist, eine Rückentwicklung, wenn du plötzlich einen Körper hast, der enorm abhängig ist von einem, ja, von einem Stoff. Ich meine, unser Körper ist natürlich auch abhängig von zum Beispiel Sauerstoff, klar. Aber den atmest du halt einfach. Elex musst du dir halt wirklich besorgen. Und deswegen klingt das eher schon wie eine Rückentwicklung. Aber ja, das Problem ist zum Beispiel auch, dass den Hybriden zu vernichten hier der emotionale Weg ist. Und da komme ich nämlich jetzt zu der Entscheidung, die ihr getroffen habt, wie ihr euch entschieden habt. Und zwar, das Ding ist nämlich, und ihr habt da auch durchaus rational erklärt, warum das ein guter Weg sein kann. Wir wissen über den Hybriden zu wenig. Ich meine, selbst Jax weiß nicht viel über den Hybriden, weil er ja selbst nie zum Hybriden gehen durfte. Er durfte ja immer nur zum Hybriden gehen, wenn er vom Hybriden gerufen wurde, weil er ja kein Alexitor war, sondern bloß ein Alp-Commander. Und deswegen wissen wir nicht viel über den Hybriden. Und was wir vor allem auch überhaupt nicht wissen, ist, ob die Kontamination mit Mana den Hybriden wirklich umdreht und dann er von den Menschen genutzt werden kann. Das Problem ist ja, wenn wir uns zum Beispiel Makaya angucken, die hat nur mit dem Elex geredet und die hat die Auswirkungen des Elex schon gespürt und brauchte Mana, um dem entgegenzuwirken. Wie viel Mana müssen wir denn in den Hybriden packen, um das ganze Elex, was der aufgenommen hat, umdrehen zu können? Das kann doch nicht sein. Also, ich sag's mal ganz ehrlich, das wirkt halt so, dass das meiner Meinung nach wahrscheinlich ein sehr... Also, zu hoffen, dass das funktioniert, ist durchaus irrational, lasst es uns mal so sagen. Und deswegen ist wahrscheinlich sogar eigentlich der rationalere Weg, so blöd das klingt, den Hybriden zu vernichten, wenn man einfach mal logisch über die ganze Sache nachdenkt, ne? Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich mag es, wenn Spiele tatsächlich das Ende oder auch den weiteren Spielverlauf davon abhängig machen, von mehreren Entscheidungen abhängig machen oder wie du dich generell im Laufe des Spiels verhalten hast. Aber es muss logisch sein. Es müsste meiner Meinung nach in Elex noch einen letzten Wert geben. Also neben emotional und rational müsste es halt auch noch irgendwie einen Alp-Wert geben, der halt einfach davon beeinflusst wird, wie viel Elex-Tränke du nutzt. Weil das Elex, also beziehungsweise dass das Elex dich dann halt wirklich, oder dass es dann wirklich so ist, dass das Elex dich in den Alp verwandelt, dass das Elex dich nicht nur kälter macht, sondern dass das dich auch mehr in Richtung Alp verwandelt, dass du denkst, du bist jetzt eine höhere Evolutionsstufe. Ich meine, nur wenn ich beispielsweise, lass mal so sagen, das Spiel behauptet ja dahingehend mehr oder minder, wenn ich mit Jax immer die rationale Antwort wähle, egal in welcher Situation, dann würde ich irgendwann auf derselben Evolutionsstufe wie die Alp sein, was ja vollkommener Bullshit ist. Nur weil ich immer mich rational verhalte, bin ich ja noch nicht irgendwie ein Wesen, das vom Elex abhängig ist, ne? Das ist halt das, was ich an der ganzen Geschichte ziemlich dumm finde und da muss man sich unbedingt nochmal drüber überlegen, wie man das macht. Es muss dann noch einen alternativen Weg geben, der halt wirklich beschreibt, wie viel Elex man nimmt, außer dass man dadurch rationaler wird. Na gut, kommen wir jetzt aber zu eurer Entscheidung. Ihr habt euch im Großen und Ganzen dazu entschieden, dass wir den Hybriden vernichten wollen, aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Den Hybriden zu vernichten scheint mir der einzige Weg zu sein, um diese Welt zu retten. Obwohl ich diesen Gedanken nicht gerne ausspreche. Mein ganzes Leben kämpfte ich für ihn. Ich sehe aber, was er mit den Menschen hier draußen macht. Ich verstehe nun, warum sein Weg nicht der richtige sein kann. Wir können gegen ihn wahrscheinlich nicht gewinnen. Dazu ist er schon zu mächtig. Aber wir könnten seine Natur umkehren, um ihn auf den richtigen Weg zu zwingen. Wir dürfen eins nicht außer Acht lassen. Der Hybrid verfolgt einen größeren Plan. Größer als wir alle zusammen. Er weiß Dinge über die Begebenheiten des Universums, von denen wir keine blasse Ahnung haben. Er kennt die Zukunft. Er kennt die Natur des Elex und warum es auf unsere Welt gekommen ist. Das betrifft uns alle. Früher oder später zahlen wir den Preis für die Entscheidungen, die wir in den nächsten Tagen treffen. Wenn das wirklich so ist, dann hoffe ich für uns alle, dass du keinen Mist baust, wenn du erst einmal im Eispalast bist. Aha. Also nimm diesen Setzling. Setze ihn dem Hybriden ein, wenn du kannst. Nur so werden wir von der Höllenbrut befreit werden. Gut, also ich muss mal ehrlich sagen,
der Dialog jetzt selbst oder die Antwort selbst war jetzt auch überhaupt nicht emotional. Von daher, ich verstehe nicht, warum man das als emotionale Antwort genommen hat. Ich habe das Gefühl, dass sie das dann einfach eingebaut haben, weil wir brauchen eine emotionale Antwort. Aber Jax hat das total rational erklärt, warum er den Hybriden töten will. Ich finde es beispielsweise aber auch lustig, dass im nächsten Satz Jax dann wieder sagt, eigentlich der Hybrid weiß richtig viel über das Universum, was er eigentlich impliziert, wir sollten ihn nicht töten, wir sollten uns sein Wissen zunutze machen. Es wirkt irgendwie so, ja, ist scheißegal, was du gewählt hast. Jax denkt eigentlich doch, dass wir den Hybriden behalten müssten, damit wir das Wissen, damit wir sein Wissen bekommen. Es ist halt irgendwie ein bisschen, naja. Gut, Ich werde nicht noch einmal in Kallax Falle laufen. Du brauchst einen Treffpunkt, der von den Alps nicht so häufig kontrolliert wird. Zardom hat sich doch auch irgendwo versteckt. Wie wär's denn damit? Dann musst du Kallax dazu bringen, allein gegen dich anzutreten. Gut, dann weiß ich jetzt, wie und wo ich Kallax stellen kann. Ich werde ihm eine Nachricht mit meinem Adjutor senden. Aha. Ich denke, er wird nicht lange brauchen, um am Treffpunkt zu sein, wenn er sie liest. Beeile dich aber damit, bevor er Dinge in Gang setzt, die wir nicht mehr aufhalten können. Wir können also einfach Nachrichten mit unserem Adjutor an Alps versenden. Gut, das mit dem Elex-Experiment machen wir mal später. Was sollte das denn jetzt? Ja gut, Kaya steht halt nicht aufs Töten, ne? Gut, dann machen wir jetzt erstmal... Alter, wir haben 41 Attributspunkte. Wisst ihr was? Ich habe mir überlegt, ich werde alle Attributspunkte jetzt, oder alle Lernpunkte erstmal in, erstmal noch in Psi-Kräfte stecken. Dann kann ich vielleicht sogar nochmal den Psi-Werfer benutzen. Müssen mal gucken, dafür brauchen wir dann wahrscheinlich Intelligenz. Dafür werde ich dann die Attributspunkte benutzen. Deswegen teleportieren wir uns mal ganz kurz einfach zu den Klerikern. Dann können wir nämlich den Psi-Werfer vielleicht auch nochmal benutzen. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Dann könnte ich den auch nochmal benutzen, weil ich meine, ich habe jetzt eh... Ich meine, ich könnte halt jetzt alles in Stärke pumpen und dann noch den nächsten Nahkampf-Perk lernen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt tatsächlich so sinnvoll ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da jetzt noch einen Nahkampf-Perk zu lernen. Also ist nicht, dass wir brauchen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auf einem höheren Schwierigkeitsgrad vielleicht, aber hier gucke ich mir jetzt lieber... Wobei, wie gesagt, auf einem höheren Schwierigkeitsgrad hätte ich von Anfang an die Psy-Kräfte gelevelt. Bring mir etwas bei. Daher ist auch egal. Was möchtest du wissen? Ich möchte Psy-Kräfte verstärken. Zack. Zack. So, und jetzt brauche ich noch Intelligenz. Ich finde das blöd, dass man das in dem Menü nicht auch gleich machen kann. So, dann einmal nochmal 5 Punkte in Intelligenz gesteckt. Bring mir etwas. Was? Und nochmal Psy-Kräfte. Und ich denke fast, jetzt brauchen wir nochmal 10 Intelligenz. Das wird jetzt recht viel kosten, weil die ja ab jetzt 5 Punkte kosten. Aber ich denke, das sollte mit noch einem Level-Up kriegen wir ja nochmal 11 Attributspunkte. Mal gucken. Nochmal 11 wären noch 3 Level-Ups. Verdammt, das wird nicht reichen. Also mit einem Level-Up noch reicht es tatsächlich nicht. Da wären wir nur auf 69. müssen wir dann mal gucken, wie wir das machen. Aber ich denke, jetzt können wir zumindest vielleicht nochmal tatsächlich den Psy-Werfer benutzen. Weil ich glaube, jetzt sollten wir tatsächlich stark genug sein. Ist der das mit dem schwarzen Loch? Plus 40% macht das nämlich jetzt schon. Das mentale Fessel. Nee, dann ist das der Psy-Verstärker. Also ich nehme, wenn, dann jetzt das schwarze Loch, ganz ehrlich. Ich meine, wir können den anderen theoretisch auch noch benutzen. Und ich packe den hier, wo ich den Dr. Seltsam habe, drauf. Gut, dann können wir den vielleicht auch nochmal benutzen. Dann jetzt. Wir haben jetzt mehrere Aufgaben. Wir müssen uns einmal mit Kallax treffen. Ja, wir müssen die ganzen Commander noch töten. Ugh. Wir müssen mit den Separatisten auf jeden Fall reden. Und wir müssen mit Kallax reden. Gut, dann machen wir jetzt erstmal die Separatisten, würde ich sagen. Und dann teleportieren wir uns noch zu dem Zardom-Versteck und gucken mal, ob Kallax auch wirklich allein kommt. Da bin ich ja mal gespannt, ob das so klappt. Warum sollte der so doof sein und einfach allein kommen? Vor allem, wenn mal interessant, Elexitoren sollen ja die mächtigsten Alps sein. Alps sollen stärker sein als Menschen. Bin mal gespannt, ob wir den besiegen können. Gut, Jax ist natürlich auch ein bisschen stärker, fairerweise. So, Setzdack. Ich werde den Eispalast angreifen. Du hast Großes vollbracht. Was meine Agenten mir über deine Fortschritte berichten, ist beeindruckend. Doch, wie steht es um deine Gesinnung? Was meinst du? Nach dem, was ich so höre, scheinst du dir noch nicht sicher zu sein, für welche Seite du dich entscheiden wirst. Kämpfst du nun gegen den Hybriden? Oder ist dein Beweggrund immer nur noch deine Rache an den Elexitoren?
Ich kämpfe gegen die Elexitoren, reicht das nicht. An sich reicht das ja schon. Ich bin auf der Seite der Menschen, die Alps müssen überleben, ich bin auf gar keiner Seite. Ich meine, aus dem komischen Monolog, den wir beim letzten Mal von Jax gehört haben, kam ja auch so ein bisschen heraus, dass er es nicht so gut findet, die ganzen Alps zu töten. Ich würde jetzt mal ein bisschen roleplayen und sagen, dass er nicht zwingend einfach alle Alps töten will. Nichtsdestotrotz würde ich denken, dass Jax auch ein bisschen auf der Seite der Menschen ist. Es ist halt schwer einzuschätzen, wie er jetzt genau zu den Menschen steht, muss ich sagen. Ich kann jetzt ja auch nicht so wirklich erkennen, ob davon irgendwas emotional oder rational sein soll. Ich meine, unser Ziel ist es jetzt, den Hybriden zu töten. Der ist ja der große Boss der Alps. Und ich denke, wenn wir halt die Elexitoren und den Hybriden töten, dann können wir vielleicht auch die Alps auf einen neuen Weg bringen, denke ich mal. Gerade mit den ganzen Separatisten, dass wir da vielleicht eine neue Führung einbauen. Deswegen würde ich nicht sagen, dass die Alps, also müssen die Alps überleben, ist die Frage. Ich bin auf der Seite der Menschen, das stimmt. Ich weiß halt nicht, ob das zwei unterschiedliche Seiten jetzt automatisch sind, weil die Alps müssen überleben, heißt ja nicht, dass ich auf der Seite der Alps stehe, sondern nur, dass die Alps überleben sollen. Ich meine, das Ziel sollte, denke ich, sein, dass wir den Hybriden töten, die Elexitoren töten und dann die Alps, so groß es geht, überleben lassen. Das scheint Jax ja auch zu wollen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, die Alps müssen überleben. Und so wie es momentan aussieht, ist unser Volk am Rande der Zerstörung, wenn wir nicht eingreifen. Ah ja, interessant. Doch wie steht es um den Hybriden? Wirst du nun zulassen, dass er weiterhin die Geschicke der Alps kontrolliert oder nicht? Denn bedenke, wir werden nur an deiner Seite stehen, wenn du auch unsere Interessen vertrittst. Andernfalls wirst du die Konsequenzen tragen müssen. Ja gut, was haben wir denn hier? Der Hybrid muss weg. Der Hybrid muss weg. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Ich bin mir sicher, das ist halt geil. Ich verstehe nicht, warum man hier nicht sagen kann, dass man, also wenn man sich dafür entscheidet, dass man hier einen Setzling von Thorhalt bekommen kann, mit dem man den umkehren kann. Ich finde halt die Aussage, ich bin sicher, dass man vernünftig mit dem Hybriden reden kann, einfach eine so dumme Aussage. Ich meine, was erwartet man denn, dass man mit dem einen tiefen Dialog hält und der dann sagt, oh ja, Menschen zu opfern und so weiter, das ist eigentlich nicht so schlimm. Aber erstmal, Moment mal. Was genau willst du mir damit sagen? Von deiner Antwort wird abhängen, ob wir an einem Strang ziehen oder ob wir uns in Xarkor als Feinde gegenüberstehen werden. Ach du Scheiße. Also überlege dir gut, was du nun antwortest. Naja, unser Ziel ist ja, der Hybrid muss weg. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich würde auch sagen, wenn wir den umdrehen würden oder wollen würden, wenn wir den umdrehen wollen würden mit dem Mana, dann wäre unsere Antwort auch, dass der Hybrid weg muss, dann ist er ja was anderes, oder? Also ich finde halt diese, ich weiß nicht, warum sie das gewählt haben, ich bin mir sicher, dass man vernünftig mit dem Hybriden reden kann, weil es klingt einfach bescheuert, deswegen. Der Hybrid muss weg. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Nun jetzt gut. Gefällt das Kaya. So könnten wir eine reelle Chance gegen unsere Widersacher im Eispalast haben. Wir sind dabei, doch muss ich erst noch einige Vorkehrungen treffen. Wir sehen uns im Xarkor, Jax. Der Sieg wird unser sein. Aber nun beeile dich und erledige deine letzten Aufgaben. Die Zeit rennt. Sehr gut. Find's halt auch irgendwie geil, wie Kaya mal was dagegen hat, dass wir den Hybriden töten wollen und jetzt sagt, oh ja, ist eigentlich ganz geil, dass du das machst. Da läuft eine Kristallratte rum. Freunde, das kann ich doch nicht machen. Ich probiere mal kurz den Werfer aus. Mal gucken, wie viel Damage der jetzt macht. Aber wie gesagt, man kann die Gegner sich halt so schön auf Distanz halten, ne? Ich denke, ich werde dann, vielleicht für das nächste Level up, wenn ich noch nicht genug Intelligenz skillen kann, vielleicht meine Psi-Menge noch ein bisschen erhöhen. So, und dann jetzt Zadom treffen, das war das hier, ne? Der Teleport. So, Kaya ist auch dabei. Dann gucken wir mal. Da bin ich doch mal gespannt. Zadom, sag ich schon. Kallax. Da bin ich doch mal gespannt, ob der wirklich gekommen ist. Ich weiß, dass du hier bist. Zeige dich endlich, damit wir es zu Ende bringen können. Du stehst da unten wie auf dem Präsentierteller. Wo ist deine strategische Raffinesse geblieben, die ja, dich so mächtig gemacht hatte? Wie verwundbar dich doch deine Gefühle gemacht haben. Wie berechenbar ist dein Erscheinen hier an dem Ort? Ein Wort von mir und du bist hier. So, du kennst also unsere gemeinsame Vergangenheit. Vardek hätte besser schweigen sollen. Das ist nur noch ein weiterer Grund, dich aus dem Weg räumen zu müssen.
Die Gelegenheit werde ich dir noch früh genug geben, Bruder. Beantworte mir meine Fragen, bevor du deine Pflichten erledigst. Du hast Fragen? Das ist ebenfalls etwas Neues an dir. Auch eine der Nebenwirkungen deines Lebens als Landstreicher in den Ländern der freien Menschen. Aber wie du willst, stelle deine Fragen. Du wirst nicht mehr viel Zeit haben, um einen Nutzen aus ihnen zu ziehen. Wir wollen ja, also unser Ziel ist ja eigentlich, die Codes für den Hybriden zu kriegen, ne? Ja genau, wie genau lautet der Code für das letzte Shot des Hybriden? Hat er das gesagt gehabt? Oder war das beim letzten Mal? Fragen wir doch erstmal das. Was genau sollte das heißen? Ich sei schon lange Teil des Elixitoren-Kollektivs. Wie du weißt, wird jedem von uns, der vom Vollkommenen zum Elixitor gewählt wird, ein Biokernchip eingesetzt, um seine Effektivität zu maximieren. Das geschieht, bevor noch die eigentliche Beförderung vollzogen wird, ohne das Wissen des Erwählten. Auf diesem Wege testet der Vollkommene die Würdigkeit des Betreffenden. Dir hat man schon viele Wochen, bevor man dir die Robe anbot, einen solchen Chip implantiert. Also, ja, so viel dann zum freien Willen. Also haben wir so einen scheiß Chip drin und der Hybrid kann uns kontrollieren, oder wie? Na, dann hat er bisher aber nicht viel kontrolliert, habe ich das Gefühl. Unsinn. Ich habe immer noch meinen freien Willen. Ich hätte es gemerkt, wenn der Hybrid versucht hätte, mir Befehle zu erteilen. Glaub mir, der Vollkommene hat es mehr als einmal versucht. Doch bei deiner Exekution muss der Biokern des Chips abgestorben sein. Er hat nur noch bedingt Kontrolle über dein Handeln. Darum bist du zum unkalkulierbaren Risiko geworden. Ah, okay. Also kontrolliert mich der Hybrid doch nicht. Niemand kontrolliert mich. Sag nicht, dir ist noch nie das Flimmern vor deinen Augen aufgefallen, wenn du seine Order empfängst. Ach so. Okay. Jetzt, wo du es sagst. Es ist nicht viel, was er dir befehlen kann, und er dringt auch nur selten zu dir durch. Aber immer noch genug, dass du die freien Menschen nicht vor ihrer Bestimmung, die der Vollkommene ihnen zuteilt, abhalten wirst. Ja, also der Plottwist ist, wir sind eigentlich vom Hybriden noch halbwegs kontrolliert und alle unsere Entscheidungen sind eigentlich damit nur eine Entscheidung des Hybriden. So soll das so ein bisschen rüberkommen. Keine Ahnung, warum man das macht, muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil das macht irgendwie das ja kaputt, dass du dich selbst entscheiden kannst. Wenn dann gesagt wird, ja, ja, das war alles der große Plan des Hybriden, finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Es ändert auch an sich überhaupt nichts am weiteren Spielverlauf. Wir werden diesen Chip nicht irgendwie versuchen zu entfernen oder so. Das ist jetzt einfach so eine Information. Ich finde es aber lustig, dieses Flimmern kam ja jedes Mal auch, wenn wir eine Rückblende gekriegt haben. Hat der Hybrid uns Rückblenden geschickt? Wenn ja, warum? Warum hat der Hybrid uns Rückblenden geschickt, in denen uns oftmals auch gezeigt wurde, dass es gut ist, die Order des Hybriden zu ignorieren? Das ist so ein bisschen komisch. So, mit den Codes warte ich mal noch ein bisschen. Wie lange weißt du schon, dass wir die Kinder von Berserkern sind? Du warst damals noch zu klein, um dich daran zu erinnern. Ich allerdings habe noch die Gesichter meiner Eltern vor Augen. Eine Vergangenheit, die aber heute keine Bedeutung mehr hat. Interessant, okay. Und dann hat sich nie dafür interessiert, offensichtlich. Du bist mein Bruder, auch wenn das eine Lüge ist, haben wir doch ein ganzes Leben zusammen verbracht. Jetzt nichts mehr, dass sich mit deiner... Das ist halt wieder so ein Problem. Ich weiß nicht, hat Jax denn jetzt wirklich Gefühle für seinen Bruder? Ich weiß, wir sollen ja auch ein bisschen selbst uns überlegen, wie wir Jax spielen wollen. Aber ich finde, das ist halt eine Frage, die kann ich als... Also ich kann sie beantworten, aber wenn ich zum Beispiel als Jax roleplayen will, müsste ich dafür ja wissen, wie war denn nun ihre Kindheit, ihre, keine Ahnung, 20-jährige Kindheit, die sie bei den Alps verbracht haben. Waren die dicke miteinander oder haben die sich nie wirklich gemocht? Wobei mögen bei Alps ja wahrscheinlich sowieso so ein bisschen problematisch ist, da die ja keine Gefühle mehr haben. Da wäre es halt wichtig zu wissen, hat er denn wirklich, oder generell von Jax mal zu wissen, hat er denn überhaupt Gefühle für seinen Bruder? Bisher hat er ihm eigentlich immer nur Hass entgegengebracht, wenn wir was gesehen haben, dass er sich an ihm rächen will. Und nicht, dass er irgendwie, oh, du bist doch mein Bruder und so weiter und so fort. Das wirkt halt ein bisschen komisch. Irgendetwas stimmt nicht mit dem Hybriden. Das ist so, okay. Das ist zum Beispiel schade, dass wir das nicht sagen können, muss ich mal sagen. Weil das ist ein durchaus rationaler Gedanke, dass wir dafür einen Kältewert benötigen. Naja, gut. Gibt es nichts mehr, das dich mit deiner Vergangenheit verbindet?
Na, ganz ehrlich, ich finde das hier mit dem Bruder, das wirkt halt komisch von Jax. Also bisher wollte er sich immer an ihm rächen, dass er jetzt auf einmal sagt, oh, wir sind so dicke als Brüder. Nee. Gibt es nichts mehr, das dich mit deiner Vergangenheit verbindet? Nur weil ich mich erinnern kann, heißt es nicht, dass es von Bedeutung ist. Wie lautet der Code für das letzte Shot des Hybriden? Du bist kein Lexitor. Es steht dir nicht zu, ihn zu kennen. Darum werde ich ihn dir auch nicht verraten. Dann probieren wir es mal so. Man sagt, der Code sei der Name des Vollkommenen. Zugegeben, es ist nur ein Gerücht, das sich hartnäckig am Hofe des Eispalastes hält. Doch wenn das wahr ist, dann frage ich mich, wofür braucht ein so perfektes Wesen wie der Hybrid einen Namen? Namen sind nicht mehr als Identifikationscodes. Aber warum hält der Hybrid an diesem einen Namen so fest, dass er damit sein letztes Shot versiegelt? Irrelevante Frage. Tatsächlich? Es ist die größte Sicherheitslücke im ganzen Eispalast. Und du weißt das. Jeden, der unrechtmäßig an diesen Code gekommen ist in der Vergangenheit, haben wir exekutiert, weil er es so wollte. Alles, was ich jemals von diesen Delinquenten erfahren habe, ist, dass der Name mit dem Kürzel DACD zu tun hat. Dann weißt du schon zu viel. Warum ändert der Hybrid diesen Code dann nicht einfach? Irrelevant. Komm schon. Hast du dich nie gefragt, warum er den alten Code immer noch beibehält? Es gibt aus meiner Sicht nur zwei Gründe dafür. Er behält diesen Code aus sentimentalen Gründen, was für den Hybriden höchst unwahrscheinlich zu sein scheint. Oder er kann ihn nicht ändern, ohne dass er sein System rebooten muss und er dabei irreparablen Schaden nimmt. Das ist nur wieder ein Ergebnis deines Gefühlschaos. Nein. Das war der Grund, warum ich mich damals nicht bedingungslos in die Hände des Hybriden geben wollte. Darum entsagte ich ihm die Gefolgschaft als Elexitor. Du kannst damit aufhören. Von mir wirst du nichts erfahren. Im Gegensatz zu dir habe ich den letzten Schritt getan. Und es war die einzig richtige Entscheidung. Nichts von all dem hat wirklich Relevanz. Es ist Zeitverschwendung, dir noch weiter zuzuhören. Ich werde das hier jetzt beenden. Du hast deine Chance gehabt, doch du hast sie verstreichen lassen. Okay. Du gehörst ja mir. So, also jetzt wissen wir endlich, Jax hat sich nur deswegen nicht unterworfen, weil der Code des Hybriden für ihn offensichtlich keinen Sinn ergeben hat. Wow. Du bist ja stark, Kallax. Du bist ja so richtig. Wie ich vermutet hatte. DACD ist also ein Teil des Codes zum letzten Shot des Hybriden. Kallax hat es mir bestätigt. Der hat wenn auch unabsichtlich. Ich sollte Harley davon berichten. Harley. Das habe ich jetzt aus Versehen unterbrochen. Ups, sorry. Harley ist der Typ, der bei uns im Lager der Mitte sitzt. Ich will bloß mal gucken, ist unser Vater eigentlich noch hier? Können wir dem sagen, dass Kallax jetzt tot ist oder so? Ich wollte eigentlich gucken, wie es bei dir steht, ne? Wie geht es dir? Alles gut, danke der Nachfrage. Noch immer Verehrung. Das wird vielleicht doch noch ein bisschen, müssen wir mal gucken, ob er das hinkriegt. Ah ja, stimmt, das Ding hält ja jetzt auch ewig, weil ich meine Psi-Kräfte verstärkt habe. Ja, sehr gut. Die Psi-Fähigkeiten helfen da dann ja jetzt auch enorm. Gut, dann gucken wir mal ganz kurz, ist der Vater denn noch hier? Nee, der ist offensichtlich nicht mehr hier, zumindest sehe ich ihn nicht. Hast du meinen Vater gesehen? Ich dachte, er wäre mit dir unterwegs. Naja, er taucht bestimmt bald wieder auf. Ach, okay, na wenn das alles ist. Na gut, dann würde ich aber sagen, das war's von heute. Für heute, wir haben... Ja, die Separatisten für uns gewonnen. Wir haben Kallax getötet. Jetzt als nächstes gucken wir mal, was es mit dem Experiment von Thorald auf sich hat, würde ich sagen. Und gucken mal, ob er es schafft, tatsächlich das Elex irgendwie umzuwandeln in Mana. Also in größerem Rahmen, so wie ich das verstanden habe. Weil das würde ja tatsächlich auch die Separatisten beeinflussen. Aber ich würde sagen, das sehen wir dann tatsächlich erst in der nächsten Folge. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht Kaya auch noch ein bisschen hochkriegen können. Naja, ich bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Aber wie gesagt, erst in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao.